Ich werde dafür auch keinen umbringen. Ich krieg das so hin. Ich bin Geschäftsmann, wie du schön sagst. Hallo. Hallo, Leon. Grüß dich. Leon. Hallo, Leon. Ihr habt meinen Bruder schon kennengelernt. Dein Bruder? Ja, mein Bruder, ja. Leon, was haben wir dir getan? Was bitte? Was meinst du? Was ich meine? Also gerüchtemäßig cyber sind deine Suche, deine Leute, angeblich Leute, die sich für dich ausgeben, hinter uns her. So, Apo, jetzt mal ganz langsam. Ich war den ganzen Tag ein kleines bisschen unterwegs. Kannst du mich aufklären, was du meinst? Ja, und zwar haben wir hier ein paar Namen. Wie hieß der eine nochmal? Ich wusste das eben. Ja, das hat dich so aufgebracht, dass du dir alles gemerkt hast. Der eine Name, den du uns genannt hast, das war Lincoln Barrows. Genau, Lincoln Barrows. Wir haben noch zwei andere Namen und sonst was. Versuchen sich hier zu gruppieren, sich auszurüsten und uns irgendwie gefährlich zu werden. Weil wir deine Aufträge abarbeitet haben und die keine mehr bekommen. Immer für kleine dumme Leons. Weil ihr gestern an einem Tag ein paar Aufträge gemacht habt, abgearbeitet habt. Zwei Tage. Es geht um Mike Baxter, Lucky Quinn, Mark Baxter oder Mike oder Lucky Quinn. Wer hat euch das erzählt? Einer, der beim Arbeiten, wo die auch gearbeitet haben, war das fertig? Irgendwas? Nee, das war irgendwas anderes, haben die zugehört, wie die das besprochen haben, dass sie einen mit Inder und seinen Leuten hochnehmen wollen. Er hat was gehört. Sag mir einen Namen. Ja, sag ich dir. Und zwar, wer ist das? Das ist mein Bruder. Das ist dein Bruder. Das ist Hein. Hein redet nicht so viel. Und vor allen Dingen auch nicht mit jedem, das stimmt. Ja, mit dem Inder sowieso nicht. Ein nett sehen. Und Black Beauty war schon frech zu mir hier. Dein Bruder sollte mal aufpassen. Worauf? Auf dich oder was? Was willst du denn? Was meinst du, wer du bist? Ich bin Heimbruch. Das interessiert mich ein Scheißdreck. Sonst könnt ihr beide euren Hormonspiegel etwas wieder runterfahren. Ich bin noch nicht wirklich wieder nüchtern. Die letzte Black Beauty, Alter? Das Einzige, was ich eigentlich nur kenne, ist, dass man guten Tag sagt, wenn man einer anderen Person gegenübersteht. Ja, aber du bist bei mir zu Hause eingestiegen hier einfach, ohne zu fragen. Eingestiegen nicht. Ja, hast dich hier positioniert. Böse angeguckt. Nee, nein, Jungs. Nein, du musst wissen, die Jungs haben ein paar Aufträge für uns erledigt. Tatsächlich. Aufträge, an denen wir auch gut verdient haben. Du erinnerst dich an unseren, sagen wir mal, kleinen Problemfall, den wir hatten mit dem Mann, der unsere Geschäfte damals sabotiert hat? Ein kleiner Zwischenfall, den es gestern gab, wobei mir die Jungs geholfen haben. Naja, ist der Börsenkurs leicht gefallen. Und Papiere, die wir vorher geholt hatten, sind tatsächlich sehr viel mehr wertvoller geworden auf der anderen Seite. Ganze 200 Millionen. Ein Danke zu Ihnen. Okay, danke. Bitte. So, anderes Problem. Die Leute, die das angeblich machen. Das ist ein Problem. Also wenn ich das jetzt recht zusammenfassen kann, da sind jetzt ein paar Jungs, die euch erzählt haben, also Jungs, die mit mir was zu tun haben, ein Problem mit euch haben, ja? Frage ist, ich will mit denen reden. Ich will wissen, ob die sich für dich ausgeben. Du hast mir gestern erzählt, du hast keine Jungs. Nur welche für die, die für dich arbeiten. Ich wollte mich gerade nochmal dran erinnern. Den einzigen Jungen, den ich lange Zeit habe, mein Leben lang schon an der Backe, ist der Spinner da vorne. Auch wenn ich ihn Spinner nenne, leider darf es kein anderer. Deswegen nicht bitte bei ihm solche Sachen machen. Aber wie auch immer. Wir sind die einzigen, die von damals noch übrig geblieben sind. Alle anderen, ich habe dir gesagt, die halbe Stadt arbeitet für uns. Wenn nicht sogar die ganze Stadt? Naja, gut, einige nicht. Bedeutet, ja, es gibt Leute, die sich für ihn, für mich, oder keine Ahnung, was ausgeben. Aber ich kann dir versichern, er da vorne, er war im Urlaub. Ich war die ganze Zeit auf Dienstreise. Ich war also auch nicht da. Bedeutet, die Tatsache, dass Leute sich entweder, ja, manchmal irgendwelche wirren Geschichten einfallen lassen oder Dinge vielleicht behaupten, die vielleicht gar nicht stimmen, daran musst du dich gewöhnen. In unserem Geschäft ist es immer so, dass irgendeiner erzählt an der Ecke etwas anderes und so weiter und so fort. Das kommt vor. Warte mal auf, Leon. Uns geht das nur darum, wir sind Söldner. Wir machen das, was wir für Geld halt am besten machen können. Ich glaube, das lief auch ganz gut, oder? Wenn Leute uns bedrohen, dann bringe ich sie normalerweise um oder stutze sie zurecht.
Wenn das aber Leute von dir sind und mein Geschäft kaputt machen, muss ich das vorher abklären. Also nochmal wiederholt. Und alle, dass er noch ein bisschen von euch. Meine Leute ist die Person da vorne. Gut, dann weiß ich, was ich mit dem mache. Alle anderen sind Leute, die für uns Aufträge erledigen, genauso wie ihr das getan habt. Mittlerweile haben wir natürlich auch, sagen wir mal, Freunde, Bekannte, Leute, mit denen man öfter was zu tun hatte. Aber meine Leute reduziert sich auf die Person da vorne. Mittlerweile. Ich weiß, ich bin auch ein bisschen unglücklich mit, aber was soll ich machen? Er ist Familie. Er ist Familie? Er ist Familie. Er ist ein bisschen verrückt, er ist ein bisschen loco. Ja, du musst ihn das überhören. Er hat eine schlechte Erziehung, noch schlechter als ich. Nennst du mich Penner, derjenige, der ein Angebot abgeschlagen hat, um deinen Bruder nicht zu verkaufen? Ich hab meinen Bruder Penner genannt. Hat er öfter. Hast du zugehört, Leon? Wir haben ein Angebot gekriegt, um dich hochzunehmen. Ja, du hast doch nicht wirklich gedacht, dass es lange auf sich warten lässt, oder? Natürlich nicht. Und ich weiß, glaube ich, mittlerweile, wo ich meine Wege laufen muss, um hier gescheit hochzukommen. Wo willst du hin? An die Spitze? Da wollen wir hin. Das ist nur Nebel. Ja, gut. Also letztendlich ist es für uns nichts Ungewöhnliches, dass öfter mal irgendwelche Drohungen reinkommen. Das ist keine normale Drohung gewesen. Oder? Das ist keine normale Drohung gewesen. Ich rede nicht Drohung von dir. Ich rede im Allgemeinen, mein Freund. Ja, meine ich ja. Ich gehe davon aus, dass du ein Interesse hast, mich hops zu nehmen. Nein. Du kannst dir schon denken, wer das ist, den du auch haben willst. Ich kann mir denken, dass tatsächlich, sagen wir mal, höher stehende Personen einen Einfluss darauf haben. Hab ich doch gerade gesagt. Was hast du uns in Auftrag gegeben? Aber eine Wen ganz willst du haben? Sache, die jetzt... Ja, da reden wir jetzt nicht so laut drüber. Wir sind hier unter uns, oder? Ja. Warte auf. Der hat uns klipklar den Auftrag gegeben, dich zu holen. Der will der Mann in dem Flanellhemd, meinst du? Ja. Der hat uns angeboten, das geht bis in die 15 Millionen. Durchgerechnet, 15 Millionen. Nein, hört ihr das an? Ja, 15 Millionen. Nein, schiebt keine Paranoia. Komm mal hier rüber. Hört ihr das an, mein Freund? Also nochmal, Mr. Flanellhemdchen hat dir 15 Millionen US-Dollar geboten. Durchgerechnet, hat gesagt, wir kriegen jeder den Verkehr zu ziehen, ja? Jeder ein eigenes Haus, plus immer, also das waren korrupte Sachen, der hat uns auch von der Fahndungsliste, würde uns alle runternehmen. Mehrmals, er würde uns helfen, er würde uns Häuser kaufen, für jeden. Wir sind über 20 Leute, rechne das aus. Ich rechne daran, du hast mir erzählt, gestern bei dem Banküberfall war er der Verhandlungsführer, oder? Mhm. Dadurch hat er mir... Sind dir an dieser Person währenddessen irgendwelche, sagen wir es mal, gewöhnlichen Dinge aufgefallen im Verhalten? Der Typ ist fertig im Kopf. Nicht nur das. Willst du wissen, was er heute gemacht hat? Er hat mich angehalten nach dem Ding. Er hat an mein Quad eine Bombe rangemacht und hat meinen scheiß Quad hochgejagt. Einfach, weil er Lust hat. Ich hab euch gestern schon versucht zu erklären, speziell was diesen Mann und diesen Auftrag angeht. Das ist eine sehr, sehr komplizierte und sehr gefährliche Sache. Ihr solltet vielleicht erstmal noch ein bisschen Abstand von ihm halten. Angebot klingt sehr verführerisch, tatsächlich. Aber auch an seinem Karriereholzbein wurde schon vor langer Zeit lang gesägt. Er ist letztendlich auf einer Art Abstellgleis. Er wird alt. Er wird gebrechlich. Wie wir alle vielleicht ein kleines bisschen. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass in seiner aktuellen Position er tatsächlich über diese Art von Möglichkeiten verfügt. Des Weiteren, wenn du schon selber bestätigst, der Mann war gestern vielleicht etwas auffällig. Vor vielen Jahren ging das schon los, dass er... Naja, eine Überdosis an Medikamenten genommen hat, Experimente gemacht hat mit leeren Sachen und so weiter und so fort. Ich vermute mal, dass er einen Großteil von diesen Sachen wahrscheinlich selber genommen hat. Ich würde sagen, einige von seinen Synapsen sind vielleicht, naja, durchgebrannt. Ja. Also 15 Millionen. Lass mich nachdenken. Wären wir in der Lage, 15 Millionen aufzubringen als Gegenangebot? Ein Gegengewicht anscheinend schaffen, oder? Da laufe ich ja wirklich in Gefahr, dass du mich hops nimmst. Bist ein Gangster. Warum sollst du bei 15 Millionen Nein sagen? Hast du Ja gesagt? Hätte ich Ja gesagt, wäre ich hier? Hätte ich Ja gesagt, wäre ich hier und hätte gefragt, ob das deine Leute sind und hätte die nicht einfach umgebracht, Leon? Wer weiß? Hätte ich Ja aber gesagt, hätte ich die Leute getötet und hätte dich als Hops genommen. Habe ich aber nicht. Haben wir nicht nötig. Klar, es hat viel Geld, was in Flöten geht. Erwarten natürlich jetzt auch eine Gefahrenzulage für diese Aktion, dadurch, dass der Herr uns mit Bomben hochjagen will. Weil ich natürlich jetzt langsam mal weiß, was für ein krankes Schwein das ist. Aber
wir haben das Angebot er denkt, wir haben es angenommen. Er denkt es. Und darauf wollen wir ihn festnageln. Wir warten ab, bis die Situation das passt, bis wir unsere Leute aber haben. Schon, dass er dich jetzt deswegen auf dem Schirm hat. Er hat uns auf dem Schirm. Er wird dich verfolgen, er wird dich wahrscheinlich auch um einen Packen und in den Wald schleifen. Das ist richtig. Er hat gesagt, er wird meine Knochen auf dem ganzen Land verteilen, wenn ich ihn verarsche. Und die von meinen Leuten. Das weißt nur du, meine Crew und dein Bruder. Richtig. Dann müssen wohl diverse Pläne sehr bald vorgezogen werden. Früher als ich dachte. Aber na gut, ich danke dir dafür deine Offenheit und deine Ehrlichkeit. Ich hoffe, du hast mir die Wahrheit gesagt. Was wäre das für ein Sinn, wenn ich lügen würde? Naja, diese Stadt ist voll davon, weißt du? Ja. Regierung. Ich sag mal so, wir wohnen da drüben. Das ist Nachbarschaftsfreundschaft. Wie gesagt, Gefahrenzuschlag, da musst du dir auf jeden Fall nochmal was ausdenken. Ich werde mir darüber Gedanken machen, okay? Mhm. Und sonst? Übrigens zu diesen komischen anderen Gerüchten, von denen du erzählt hattest. Welchen? Das hat aber nichts mit dem Robert Dellmann zu tun, oder? Welchen Gerüchten jetzt genau? Was mir erzählt, Jungs haben dir erzählt, dass meine Jungs in Anführungsstrichen dich hops nehmen wollen. Die da eben unten waren, ja? Unten waren? Der Typ mit der Spider-Man-Maske. Würde ich sagen, sie waren aber relativ unerfolgreich, oder? Du sitzt ja noch hier. Naja, die Frage ist halt, ich komm zu dir, um zu fragen, ob das deine Jungs sind. Ob ich was mit ihm machen kann. Die Frage ist, würden die das machen? Haben sie Respekt vor dir? Kannst du ihnen erklären, was mit unseren Jungs passiert ist auf unserer Reise? Mein Messer hat sich gefreut. Ja. Meisten von ihnen sind tot. Viele von ihnen ausgewandert. Andere wissen wir nicht, was mit ihnen exakt passiert ist. Das sind die einzigen beiden, die übrig geblieben sind. Ja, da wollte uns jemand verkaufen. Und der lebt nicht mehr. Was ist hier in meiner scheiß Tasche drin, ey? Apo, pack das Zeug lieber raus. Was soll ich mit diesem dreckigen Scheiß hier? Ich verabscheue Drogen. Ich würde sagen, er hat deine Gehirnwäsche verpasst. Nee, ich leg die da hin. Ich will keine Drogen. Drogen hat nur die Frage ist, was hast du ein persönliches Problem mit dem? Woher kennt ihr euch? Erzähl mir mehr. Ich muss darüber was wissen. Was ist das für ein Typ genau? Du weißt mehr. Ich weiß, dass du mir nicht alles erzählt hast. Habe dir okay viel erzählt. Sagen wir es so. Natürlich habe ich dir noch nicht alles erzählt. Apu, ich habe uns gerade erst vor 2 Tagen kennengelernt. Wenn ich das aber durchziehen soll mit meinen Leuten, meine Leute müssen sicher da durchgehen, dann muss ich alles wissen. Apo, wenn du jetzt mal aufzählst, bei den Dingen, die ich euch, sagen wir mal, als Aufträgen gegeben habe. Wie oft habe ich mein Wort nicht gehalten? Wie oft habe ich dich enttäuscht? Du hast mich nicht enttäuscht. Also, warum solltest du bei einem Mann, der dich bis jetzt noch nicht enttäuscht hat, gegenüber einem anderen Mann, der versucht hat, dein scheiß Quadbike und deinen Arsch in die Luft zu jagen, dem würdest du vertrauen? Vertrauen? Vertrauen tue ich. Ich vertraue keinen, aber ich vertraue ihnen weniger. Gute Einstellung, habe ich auch mal gedacht. Ich vertraue weniger ihnen als dir, sag ich mal so. Das Problem ist, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was für ein Typ. Ich weiß, er sprengt Leute in die Luft, er tötet Geiseln nach einer Bank, einfach immer so. Er steckt jemanden Drogen zu, er spritzt jemanden Drogen, er ist korrupt wie Sau. Er schießt die Geiseln. Habe ich gesagt, er schießt einfach mal Geisel. Apu, ich kann dir noch nicht alles erzählen. Du hast vielleicht recht, die Geschichte zwischen diesem Mann und uns geht viele, viele Jahre schon zurück, tatsächlich. Aber du musst verstehen, dass ich dich nicht sofort mit allen Details einweihen kann. Du musst mir auch soweit vielleicht einen Hauch von vertrauen, dass diese Art von Kampf nicht unbedingt deiner ist. Jan hat tatsächlich eure Hilfe gebraucht, weil, wie gesagt, dieser Mann ist sehr gefährlich. Aber ein Narzisst ist der. Ein Narzisst. Weil er Oberhaupt von der Kirche ist. Ein Schwachkopf. Oh, das Thema habe ich noch ganz vergessen, tatsächlich. Wie konnte ich das vergessen, Gottverdammt? Weißt du nochmal, wie dieser Quatsch hieß? Zeugen Dellmanns oder so ein Quatsch. Ganz genau. Die Zeugen Dellmanns, der Wichser hat seine eigene Religion. Warte mal, höre ich da gerade noch einen Auftrag? Ich hab dir doch schon gesagt, das ist quasi
dann späteres dann. Ich glaube, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht, ist der Herr Delmen sowieso außerhalb der Stadt. Schade. Auf Geschäftsreise oder so. Aber seine Glaubensjünger sind da. Wobei unklar ist, wer alles dazugehört. Tatsächlich. Das wäre doch mal eine interessante Sache für uns herauszufinden, wer exakt alles diese Jünger sind. Ja, aber wenn mich alles täuscht, dürfen wir doch von 20 Leuten oder so reden. Außer eine kleine Ausnahme, da gibt es zwei, drei, die nicht zu diesen Zeugen Jehovas gehören. Ach, Zeugen Delmens oder so. Zeugen Delmens hießen die, genau. Okay, weißt du noch, wo diese abgefuckte Kirche war? Dieser crazy Ort, wo wir mal waren? Irgendwo in New Haven, Los Diablos, da auf dem Felsen. Da ist eine Kirche, auf einem verdammt hohen Berg. Du findest den Weg mit einer verdammten Leiter. Sei aber sehr vorsichtig, unfassbar komisch. Wie nennen die diesen Weg nochmal? Der Pfad Delmens oder sowas? Pilgerweg oder so ein Quatsch. Ah, der Pilgerweg, genau. Diesen Weg gehst du hoch, dann kommst du zu dieser Kirche. Dort wirst du ein Schild finden. Ja? Dort wirst du einen Text lesen können. Geh dorthin, überzeug dich selbst. Generell, was ihr tatsächlich für mich machen könnt, weil diese Pilger sind nicht nur unbedingt... Also sie sind schon arme Irre, indem sie der falschen Religion folgen. Es sind aber auch tatsächlich Leute dabei, die für ihn arbeiten. Leute weit gestrickt durch das ganze Land. Polizier, IMFD... Überall. Mhm. Mhm. Okay. Wir fahren da gleich hin. Wenn ihr tatsächlich schafft, sagen wir mal, alle Namen von diesen Anhängern, von diesen Jüngern nennen wir sie mal. Er ist wie Jesus. Zumindest fühlt er sich wie Jesus. Hört man das nicht? Da gibt es so ein gewisses Wort dafür. Ich habe vergessen. Nehmen wir es den Jesus-Tick. Ja? Was hat der Mann? Okay. Aber wie gesagt, mal abgesehen von seinen komischen Ticks, er ist sehr, 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 sehr gefährlich. Der Pilgerweg ist ja gefährlich? Die sind etwas durchgeknallt. Sie würden alles tun. Sie würden sich sogar eine scheiß Festland in die Luft jagen. Der Weg da hoch. Weil ich weiß, der Weg da hoch ist etwas gefährlich. Geh so langsam. Eine Wege einfach mal Falltüren haben. Habe ich mir auch gedacht. Deswegen habe ich ein paar Jungs vorgeschickt. Aber es gab keine Falltür, nur das eine, einer ist vom hohen Felsen gestürzt. Aber das war eher. Okay, ich kenne das nur mit dem Falltüren. Ruhiger Ort. So warum wolltest du eigentlich mit? Ich wollte sicher gehen, dass du dieses einen Ort tatsächlich kennenlernst. Du weißt, dass das jetzt die beste Chance wäre. Würde ich den Deal eingehen. Also sehe nachdenke. Also sehe das als Vertrauens Zuspielung. Was zum Ich glaube, hier findest du eine Erklärung. Ich nenne es mal eine kleine Erklärung. Aber was auch immer sie hier treiben. Ein Ort wie dieser, wie gesagt, hier sind sehr viele Leute gestorben. Zeugen Delmas. Delmas, wenn wir schon. Wie tut er dies? Warum? Ich habe davon gehört, Tuk-Tuk, die letzte Hochzeit, die hier stattgefunden haben. Haben eine Kuh erst geschlachtet? Auch eine ganze lebende Kuh, da vorne auf dem Altar. Ja. Yeah. War das nicht die? Das war die letzte. Was zum Was ist das für ein kranker Typ, Alter? Was hat der vor diesen Homeland-Scheiß gemacht? Ich glaube, er war Chemiker. Das ist in meiner relativ hohen Position. Für die Regierung habe ich gehört. Weiß die Regierung der Homeland Service, dass er hier dieser Sektenanführer ist? Oder dieser Typ? Nach meinen Informationen ist er selbst Homeland Security. Es gibt gar keinen über ihn. Oder verwaltet. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Wie gesagt, er hat früher in anderen Regierungsabteilungen als Chemiker gearbeitet. Letztendlich ist das seine Möglichkeit, mit Homeland seine Waffengewalt auszuüben. Das andere, was er im Hintergrund treibt, ist tatsächlich Substanzen zusammenmischen, die Drogenmärkte, wie ich schon erzählt habe, überschwemmen. Das ist die Haupteinnahmequelle. Warum er das Ganze, wie das Ganze finanziert wird. Okay.
Wie viel Sektenanhänger hat denn der? Genaue Anzahl ist unklar. Aber ja, bei der Menge an Leuten, die für mich Aufträge erledigt haben, da waren einige schon dabei. Gerade eben der Mann zum Beispiel hat mir was vorbeigebracht, was ganz klar darauf schließen lässt, dass er Drogen von ihm bekommen hat. Von diesem Delmas oder diesen Homeland-Typen? Ja, ganz genau. Jungs, was sagt ihr dazu? Redet mal ein bisschen. Das ist krank. Lies dir den Shit da mal durch. Also, Apu, was würde ich sagen? Das Problem ist, dass das ein Glaube ist. Glaube, dass kein Geld der Welt bringt Leute auseinander, die das Gleiche glauben. Du hast es verstanden, mein Freund. Deswegen ist es auch so gefährlich. Das Einzige, was die auseinanderbringt, ist der Tod. Soweit würden sie kein Geld der Welt bringt Leute auseinander, die das gleichen Glauben haben. Leon. Diese Männer und Frauen werden für ihn sterben, tatsächlich. Ich habe schon Straßen gesehen, voll mit Leuten mit Sprengstoffwesten an, die alle vor ihm standen und ihn geschützt haben. Wenn jemand zu nahe gekommen ist und eine Bedrohung dargestellt hat, na ja gut, dann musste wohl einer von den Sprengstoffwesten hochgehen. Niemals wurde er geschnappt. Die Frage ist, wer steckt alles hier hinter der Scheiße? Wenn wir ihn hochnehmen, wir wissen doch gar nicht, wer auf einmal uns den Rücken kehrt und uns hochnimmt. Das ist richtig. Leon. Wer hängt an seiner Kirche? Wer an seiner Kirche hängt? Das ist einer seiner Lieblingsorte. Wollen wir ihn... Das ist der Lieblingsort. Wollen wir ihn vielleicht nicht unbedingt gleich hochnehmen, sondern ihn erstmal... Obwohl, man sollte keinen schlafenden Hund treten. Ich wollte es gerade sagen. Ich glaube kaum, dass dieser Hund noch schläft, Apu. Du meinst, du willst ihn hier komplett in die Luft sprengen? Apu, der Hund ist schon lange geweckt. Du hast mir doch selber erzählt, er war bei dir und hat ja einen... Gibt's hier Gottesdienst oder sowas? Ja, des Öfteren. Mit ihm? Wollen wir uns wirklich zu Freiheitskämpfern beziehungsweise zu Terroristen entwickeln? Apo, wenn ich ehrlich, jetzt, wann dann? Wir waren früher nur eine kleine Gang. Wir sind eine Familie geworden. Wir haben die Cops hochgenommen. Jetzt sind wir Söldner für Geld. Ganz ehrlich. Denk an die Kohle, die wir kriegen. Denk nicht nur an die Kohle. Das wird zu einfach. In die Hände locken, Sprengstoff, fertig. Ja, dann lass doch einfach nur die Kirche fürs Erste. Lass doch uns ein Zeichen setzen. Ein bisschen wehtun. Für dein Quad. Er jagt dein Quad Scheiß hoch, du lagst dein Haus hoch. Das Quad habe ich für 11.000 verkauft und vom Gleichen für 3.000 wiedergekauft. Es geht nicht um das Quad per se. Es geht darum, dass es deins war. Und das hier ist seins. Kann. Meins? Das können wir schon lange. Das ist nicht meins. Ganz ehrlich. Klar, er ist gefährlich, so wie Leon sagte. Aber Apo, ganz ehrlich. Wir hatten noch nie schon den Gegner. Ich wette mit dir, er unterschätzt uns. Ich hab Angst, dass wir ihn unterschätzen. Wir sind 2 Tage hier. Der weiß gar nicht, was er an der Backe hat. Wir wissen nicht, was wir an der Backe haben. Das ist ebenso richtig. Wir müssen gleich denken, Jungs. Wir dürfen es nicht so eilig angehen. Der hat eine scheiß Sekte. Auto. Der hat ein ganzes Pack, was sein Glaube vertritt. Das ist ein Manipulant. Der macht Hirnwäsche, der dreht die... Der bekehrt Leute. Deine Gewäsche scheinen schon bei dir zu wirken. Bedenke. Letztendlich ist er auch nur aus Fleisch und Blut. Was blutet, kann sterben. Bedenke auch. Wenn wir das verdammte Schild hat einer Mann in die Asservatenkammer einsteigen, hat er uns so oder so auf dem Kieker. Das darfst du nicht außer Acht lassen. Der wird rauskriegen, dass wir es waren. Normalerweise fragen wir ihn das. Wir sind wieder Transporter. Wir tun das Paket abliefern und gut ist. Aber jetzt will ich hinterfragen, was hast du vor mit ihm, wenn wir ihn dir da ausliefern? Verlass das definitiv mir. Unsere Geschichte ist so lang, dafür werde ich mir Zeit nehmen. Das werde ich genießen. Die Frage ist, wenn wir nur Hütten machen. Es gibt einen Ort abseits von dieser Stadt. Ich nenne ihn liebevoll De Loch. Ist das Loch nur für ihn? Kommt sein Bruder wieder oder ist das wirklich das Loch? Definition eines wirklichen Lochs. Letztendlich, ich war schon lange nicht mehr an diesem Ort, wenn ich drüber nachdenke. Viele Jahre schon nicht mehr. Wie lange? Das letzte Mal wird dann wahrscheinlich für ihn sein.
Aber übrigens, wie du schon selber gesagt hast, das sollte man nicht übereifrig angehen. Mach dir daraus noch keine Gedanken, streich es vielleicht aus deinem Kopf. Das einzige Problem, was du hast den Hund schon geweckt. Bedeutet, er wird auf dich nochmal zukommen. Um zu checken, wie weit du bist, mich mit auszuliefern. Dir. Wahrscheinlich musst du es vielleicht sogar in Erwägung ziehen zu tun. Aber vielleicht ist das die Möglichkeit, ihn zu fangen. Wenn mich als Köder einsetzt, wird er kommen. Wie lange will er dich schon haben? Wie lange geht das schon? Ich glaube länger als ihr lebt. Wenn wir sagen, wir haben dich, dann wird er so aus der Freude sein, dass er vielleicht unsicher wird. Das ist die Idee dahinter, Apu. Wenn du mich hast, hast du seine volle Aufmerksamkeit. Und wir werden dich benutzen. Du wirst uns sagen, wir werden sagen, das, was du uns gerade sagst. Wir werden ihn nochmal in die Irre führen. Wir werden sagen, dass du denkst, wir arbeiten mit dir zusammen. In echt tun wir es aber nicht und arbeiten mit ihm zusammen. Das ist erfasst. Wir werden sagen, du sagst uns, dass das hier sein Dings ist. Wir werden ihnen schreiben, dass wir mit dir hierher kommen. Wir werden hier die ganze Scheiße... Ich glaube, du hast einen Geistesblitz gehabt. Ja, genau. Willst du ihn hierher locken? Aber ja. Bis dahin übrigens gibt es noch vielleicht einen kleinen Auftrag, den ihr mir erledigen könntet. Ja. Ich brauche Morphium in rauen Mengen. Machbar. Machbar. Ich muss wissen, wo die Quellen sind von Morphium. Krankenhäuser. Weitere? Mediziner. Noch mehr Krankenhäuser? Ich muss anmerken, es befinden sich gerade 6 Mediziner im Dienst. Mediziner? Um es kurz zu fassen. Naja, an dieses Morphium ist gerade speziell in dieser Stadt verdammt, verdammt schwer ranzukommen. Du brauchst Morphium? Du weißt, was wir sind. Gangster? Gangster hin oder her. Ach, dieser möchte gern Gangster-Schiene, dass wir sagen, hier, wir sind Gangster, wir legen dich um, pass auf, was du sagst. Sind wir schon längst raus. Wir denken wirtschaftlich, wir sind Söldner. Okay, du willst die andere Stufe. Na gut, dann bist du ein Söldner. Aber, um es kurz zu fassen, du bist doch Geschäftsmann. Genauso wie ich. Das ist richtig. 100.000 pro Morphiumspritze. Das Problem ist, warum ich so viel zahlen muss, weil dieses Scheißzeug so verdammt schwer zu bekommen ist. Nicht für uns. Aber bitte tu mir einen Gefallen. Auch keine unnötige Aufmerksamkeit. Bitte, bitte keinen toten Sanitäter oder keinen toten Doktor. Nein. Das ist unnötig. Wir brauchen nicht, um Geld zu machen, müssen wir nicht Leute töten. Manchmal vielleicht schon, aber ich würde sagen, in dem Fall würde es schon voll und ganz reichen, sagen wir mal, einen kleinen Bestand dafür zu besorgen. Abo? Ah! Alles okay? Okay, ich wollte einen geilen Abgang machen, aber... Der Tisch ist zu hoch. Das hat alles aus dem Kontext gerissen. Okay, zurück zum Thema. Abo. Wie soll man so ernst bleiben? Wir haben LKWs mit Containern. Ja. Das bringen wir eben ein paar LKWs. Machen. Wir bringen ja nicht nur einen scheiß Boxer voll, wir bringen den LKW voll mit Morphium. Wie wär's mit 2 LKWs? Und einen Morphium spritze ich mir, weil meine Nase jetzt wehtut. Wäre ganz praktisch, dann bräuchte ich mir um Hein die nächsten Monate keine Sorgen machen. Kriegen wir hin. Wir setzen uns dran. So. Jetzt. Wir setzen uns jetzt dran. Sofort. Weil im Moment sind noch... Wenn ihr jetzt machen könnt, ihr mit, später machen, mir egal. Apo. Wir brauchen was zu tun.